Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface mit MAC-Produkten für dich. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dadurch, dass ich mir zum Beispiel bei Blissim immer mal wieder so was vergünstigt aussuchen konnte, eben dadurch, dass ich Blissim Points gesammelt habe oder durch die Look Fantastic Beauty Points, die ich durch die Empfehlung der Look Fantastic Box oder durch die Glossy Box bekommen habe oder durch den Black Friday oder durch Goodies oder Adventskalender, hat sich einiges bei mir in der Sammlung angesammelt aus dem Bereich MAC. Das Einzige, was mir fehlen wird, ist eine Lidschattenpalette. Ja, genau, den Part werden wir dann quasi überspringen. Ich werde mich dann mit einer anderen Palette schminken, was dann in einem anderen Video wahrscheinlich nochmal kommen wird. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir starten. MAC ist eine Marke, die damals mal super gehypt war, mittlerweile nicht mehr ganz so. Ich weiß nicht, aber trotzdem ist es bei mir immer noch drin, dass ich MAC immer wieder so mega finde. Und ich freue mich immer, wenn ich irgendwelche MAC-Produkte irgendwo in Boxen drin habe oder in einem Adventskalender oder wenn ich das vergünstigt bekomme oder was dazu bekomme oder Trash-Pakete, Tauschpakete, rampampam. Naja, das erste Produkt, was ich verwenden werde, ist ein Primer und den habe ich tatsächlich mal zu einer Bestellung dazu bekommen. Und das ist der MAC Prep and Prime Natural Radiance Base Lumiere und das ist irgendwie in der Farbe Radiant Yellow. Ja, weil es halt ein Goodie war, konnte man sich jetzt nicht aussuchen, in welcher Farbe das dann kommt. 6 ml sind in diesem kleinen Tübchen enthalten. Wenn ich euch die Preise einblende, was ich ja zu den Produkten mache und ich verlinke euch die Produkte auch in der Infobox, dann rechne ich das runter bei diesen kleinen Größen. Ne? Also wenn ihr die Produkte bestellen wird, dann gerne über den Link unten in der Infobox. Das ist ein Affiliate-Link. Ich verdiene dadurch ein bisschen was, aber für euch sind die Preise jetzt nicht irgendwie höher oder so. Gut, dann gucken wir uns mal den Primer an. Okay, ja, der ist fest und der ist gelb. Und der soll meine Haut jetzt zum Strahlen bringen. Okay. Hat so keinen Duft jetzt erstmal. Ich weiß jetzt auch nicht, warum das Yellow heißt, weil ist jetzt irgendwie keine Farbe auf meinem Gesicht. Riecht einfach nach einer Creme. Ja. Macht jetzt so nicht wirklich was, ne? Fühlt sich an wie eine Creme, sieht aus wie eine Creme. Ist wahrscheinlich auch eher so eine Creme. Sieht jetzt einfach gepflegt aus in meinem Gesicht, ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass der irgendwie eine Leuchtkraft oder so mit dabei hat. Es sieht jetzt einfach nur mit Feuchtigkeit versorgt und gepflegt aus. Und das gefällt mir jetzt per se schon mal ganz gut. Die Foundation habe ich hier, das ist so eine ganz flüssige Waterweight Lichtschutzfaktor 30 Foundation. 30 ml habe ich in der Farbe NC15 und da habe ich mir gedacht, das könnte wohl bei mir funktionieren. Schüttel ich erstmal. Übrigens ja, ich habe gestern versucht eine Dose von Sammy aufzumachen, das ist mir etwas misslungen. Au. Ja, das kommt mit so einer Pipette daher. Und die scheint wirklich sehr flüssig zu sein. Aber das mag ich tatsächlich gerne. Dann nehme ich mir jetzt hier von It Cosmetics einfach mal einen Pinsel. Und mache das erstmal so. Und verteile mir das mit dem Pinsel. Und die Farbe geht klar. Wow, ich bin also eine MAC NC15. Mhm. Gut zu wissen, wa? Wusste ich vorher auch nicht. Ist immer schwierig, wenn man Foundations im Internet sich aussucht, muss ich sagen. Genau, weil man da sich halt entweder auf YouTube-Videos verlassen muss, dass man da einfach schaut, welche Farbe hat so die andere YouTuberin, die das aufträgt oder der andere YouTuber und kann sich das dann gegebenenfalls nachkaufen. Weil die Swatches, die da eingeblendet sind, finde ich immer schwierig, weil ja, da sind immer so drei verschiedene Arme meistens, auf denen das geswatcht wird. Aber ich finde das immer schwierig, ne? Und da man jetzt aktuell nicht unbedingt gut in den Laden gehen kann, um sich das so anzuschauen, ist es für mich gar nicht so einfach, sich jetzt sowas im Internet auszusuchen. Aber das hat jetzt tatsächlich mal ganz gut gepasst. Gut, das war jetzt ein bisschen wenig, ne? Ich meine, es soll ja auch eine Waterweight Foundation sein. Das sieht jetzt wirklich einfach nur mal ganz grob drüber angeebnet aus. Aber es hat jetzt nicht irgendwas groß abgedeckt, finde ich. Nö. Bauen wir die Geschichte einfach mal ein bisschen auf. Ich meine aber, dass ich irgendwo in einem Video auch gehört habe, dass die halt dadurch in der Waterweight Foundation, dass die halt mit einer sehr, sehr leichten Deckkraft unterwegs ist, was ich per se nicht schlimm finde. Also wenn ich mir eine Foundation
drauf mache. Und später noch Concealer, Puder, Blush, Bronzer, Highlighter, Rampampam, bin ich eh genug zugekleistert. Dementsprechend ist es dann auch gar nicht so schlimm, wenn mal eine Foundation nicht ganz so heftig pigmentiert ist. Wenn man da aber so eine Mr. Fried-Familie am Kinn hat, muss man dann nachher mit dem Concealer mal gucken, wie man das wieder geregelt bekommt, weil ihr seht das, ne? Ich gebe da was drüber und es passiert einfach nichts. Was ich schön finde, wo ich jetzt die Foundation auftrage, ist, dass ich irgendwie eine richtig schöne, gesunde Leuchtkraft im Gesicht habe. Ne? Das kommt jetzt wahrscheinlich in Kombination Primer und Foundation. Das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Ich kann mir die Foundation auch sehr gut für den Alltag vorstellen. Sam liegt heute übrigens unter mir. Ja, er hatte da Bock drauf. Für den Alltag vorstellen, genau, wo man halt nicht unbedingt geschminkt aussehen möchte, wobei ich da dann auch eher wahrscheinlich zu einer getönten Tagescreme greifen würde. Naja, aber das hier kann auch vielleicht eine gute Sommergeschichte werden, weil die halt auch einen Lichtschutzfaktor von 30 mit dabei hat und einen Lichtschutzfaktor sollte man ja immer schon ziemlich intensiv auftragen und ich habe jetzt ja 2 Schichten von der Foundation drauf. Ich habe die mit dem Pinsel eingearbeitet, da hat man nochmal mehr Deckkraft und den Schwamm habe ich noch nicht verwendet, den nehme ich gleich für den Concealer. Und trotzdem sieht das alles sehr natürlich aus. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ich jetzt so ins Büro gehen würde, würde ich mich auch durchaus wohlfühlen. Müsste vielleicht auch nur ein bisschen abpudern, gar nicht groß Blush, Bronzer, Highlighter drüber knallen. Und das wäre dann schon okay für mich. Ja, okay. Aber das ist auf jeden Fall eine nette Geschichte, wenn man eine sehr leichte Deckkraft haben möchte. Den Concealer habe ich schon weichen hier. Ist auch NC15, aber irgendwie erscheint er mir dunkler. Der Pro Longwear Concealer und ich glaube... Ich weiß es nicht. Hatte ich den irgendwo in der Box mit drin? Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich gerade gestehen. Der hat hier so einen kleinen Pumpspender. Pumpe ich mir das direkt? Nee. Ich pumpe mir das auf mein Schwämmchen. Das ist das Luvia mit Maxim Schwämmchen. Der ist sehr, sehr fest von seiner Konsistenz her. Den habe ich jetzt hier auf dem Schwämmchen drauf. Das Schwämmchen ist natürlich angefeuchtet, sodass das Produkt da jetzt nicht so gefressen wird. Ich denke, das wird reichen für eine Augenpartie, für eine untere Augenpartie. Okay, und das funktioniert auch farblich und so, weil ich hatte erst gedacht, das wäre so dunkel, aber ist es auf der Haut nicht. Sehr gut. Übrigens, die Foundation habe ich mir gekauft von dem Gutscheincode, der in der My Little Box drin war. Ne? Das war, glaube ich, ein 30-Euro-Gutschein oder so. Jo, habe ich zugeschlagen, ne? Und habe somit das Fullface hier möglich gemacht, beziehungsweise die My Little Box hat es möglich gemacht. Vielen Dank. Falls ihr irgendwie eine der Boxen abonnieren wollt, die ich hier gerade alle so erwähne, unten in der Infobox habe ich immer meine Codes verlinkt, ne? Da könnt ihr dann mal vorbeischauen. Okay, das war jetzt ein bisschen viel. Hoch. Aber so auf den ersten Einblender, sage ich jetzt mal, gefällt mir der Concealer schon mal recht gut. Ne? Also ich habe sehr, sehr trockene Augen aktuell. Also da müssen wir uns jetzt mal nicht so von schockieren lassen. Also mein Gesicht ist sehr, sehr trocken generell, weil es ist jetzt bei uns richtig der Winter eingetroffen. Wir haben auch Schnee aktuell bei uns. Sammy freut sich einen Keks, weil er mag ja kein Wasser, aber Schnee liebt er. Also jedes Mal, wenn er nach draußen geht, dann spielt er auch richtig schön im Schnee. Und genau, dementsprechend ist meine Haut halt auch super trocken. Weil das Wetter hier auch gerade bei uns sehr trocken ist und ja, das sehe ich halt an meinem Gesicht sehr schnell, ne? Boah, der deckt voll ab. Guck mal, wie viel das ist, ne? Upsala. Also so bekommt man auf jeden Fall ein ziemlich krasses Ergebnis, ne? Dieser Concealer ist Hammer. Echt? Den muss ich öfters benutzen. Da sollte mich die Farbe auch nicht abschrecken. Also das, was man hier außen so sieht, ist nicht das, was du nachher aufs Gesicht bekommst. Und NC15 passt bei mir. Und das zeigt mir auch wieder, dass ich von meinem Unterton von der Haut her doch eher ins Kühlere gehe, ins Neutral-Kühlere und weniger ins Warme. Ja, ich glaube, mein Hautunterton ist mittlerweile gefunden worden, oder? So, ich mache das ganz gerne, dass ich mir jetzt ja schon mal die Lidschattenbase auftrage. Auch wenn ich jetzt noch nicht direkt den Lidschatten verwende, aber ich sette die Geschichte ja gleich schon. Das heißt, ich mache mir schon mal die Base drauf. Da habe ich mir mal wieder den MAC Paint Pot geholt. Einfach, weil ich gesagt habe, komm, wir geben dem Ganzen wieder eine Chance. Das Problem, was dieses kleine Pöttchen jetzt aktuell mit mir hat, ist, dass ich schon wieder diese Problematik mit diesen trockenen Augengeschichten habe. Also wirklich, wirklich schlimm. Und deswegen versuche ich mir den extrem dezent aufzugeben. Da habe ich den Paintpot in der Farbe Painterly. Und diese MAC Paintpots sind ja eigentlich Creme-Lidschatten, die MAC mal rausgebracht hat. Und die dann von findigen YouTubern umfunktioniert wurden zu Lidschattenbases, weil das halt super funktioniert, ne? Ja. Ich möchte euch nur ganz kurz zeigen, vor welche Herausforderung ich jetzt tatsächlich die Lidschatten und auch die Lidschattenbase nachher stellen werde.
Ich habe wirklich sehr, sehr trockene Augen. Ne? Das ist vor allem auf meinem, ich nenne es mal unbeweglichen Lid hier oben. Es ist sehr, sehr trocken, sehr, sehr schuppig und sehr problematisch. Man weiß nie genau, woran das liegt. Ich habe das mal im Sommer, mal im Winter. Aber jetzt würde ich sagen, es ist wirklich vor allem stressbedingt und trockenheitsbedingt, ne? Dass ich das auch hier so im Innengedönsen habe und so. Das ist dann auch so ein bisschen geschwollen. Also sollten da jetzt gleich die Produkte nicht so hundertprozentig performen, wissen wir auf jeden Fall, woran es liegt. Jedenfalls teilweise dann, ne? Okay, so jetzt nehme ich hier den MAC Pain Pot und den trage ich mir gerne auf mit einem festgebundenen Blendepinsel. Da habe ich hier von BH Cosmetics einfach einen. Das ist auch so ein Pinselset, was aktuell auch irgendwie recht gut reduziert ist dort. Und genau, nehme ich wirklich nur wenig auf und trage das einfach auf mein Lid. Das ist halt eine Base, die sehr, sehr deckend ist, wenn man die halt auch vernünftig aufbaut. Ich weiß, dass viele viel, viel mehr davon nehmen, als ich es jetzt mache. Normalerweise nehme ich da auch ein bisschen mehr von. Aber wie gesagt, trockene Augen und dann halt ein sehr pastiges, trockenes Produkt. Das funktioniert dann halt nicht so hundertprozentig, ne? Deswegen. So eine Lidschattenbase darf dann bei mir auch gerne einfach mal verhindern, dass der Lidschatten sich im Laufe des Tages in meine Lidfalte verzieht. Denn wenn ich halt ganz normal gerade mit entspannten Augenbrauen gucke, sieht man halt auch, dass ich ziemliche Schlupflider habe. Ne? Also dass das Lid hier einfach, also das unbewegliche Lid, das bewegliche Lid verdeckt einfach. Und genau, deswegen rutscht sowas halt gerne da rein. Als nächstes verwende ich, damit die ganzen nassen Texturen oder flüssigen Texturen im Gesicht sich so ein bisschen auch mit der Haut verbinden, ein Setting Spray. Und da habe ich von MAC das Fix Plus Rose und das ist fast leer, deswegen habe ich mir auch ein Backup geholt. Finde ich wirklich gut. Also man sieht, da ist nicht mehr viel drin. Ich denke, das werde ich heute mit euch zusammen aufbrauchen. Das verwende ich super gerne zum einen, um halt das jetzt so zu setten. Dann verwende ich das gerne, um Schwämmchen nochmal anzufeuchten und damit die Produkte, die damit eingeblendet werden, haltbarer zu machen. Und ich verwende es gerne auch nochmal am Ende als Fixing Spray. Und ich verwende es gerne als Refresher. Ist wirklich so ein Allrounder. Man kann es sogar als Primer verwenden, aber dafür fehlt mir einfach die Reichhaltigkeit davon. Das wird mir nicht als Primer reichen. Aber ich mag dieses Spray einfach richtig gerne. Es ist sehr, sehr angenehm und ich vertrage es auch gut. Als nächstes verwende ich Puder. Genau, da habe ich mir das Light Plus Mineralize Skin Finish in der Farbe Natural geholt. Das ist dieses hier. Ist schon sehr, sehr groß, ne? Ich weiß, dass MAC auch sehr gute Puder Foundations hat. Da habe ich aber nichts von. Also ich bin auch kein Puder Foundation Fan, weil ich eben trockene Haut habe und da habe ich immer bei Puder Foundations ein Problem. So schaut die Farbe aus. Das sind halt verschiedene Farben, die man dort aussuchen kann und das ist so, weiß ich nicht, sehr gepresst, aber auch irgendwie, weiß nicht, ob das gebacken ist auch, ne? Aber da kommt schon Farbe von ab und es wird auch noch ein bisschen Farbe aufs Gesicht abgeben. Mit einem großen Fluffel, in dem Fall aus einer Catrice Limited Edition, gehe ich da einfach grob rein. Wow! Okay, es ist nicht festgepresst. Also du kriegst gut was auf den Pinsel. Und damit fluffel ich jetzt erstmal oder tupfe ich erstmal grob übers Gesicht. Da muss er echt nicht oft reindippen, ne? Da kriegt man sehr schnell sehr viel hier auf den Pinsel. Dann nehme ich mir so einen feineren Pinsel. Das ist der Color Love Make-up. Nee, der Zoeva Luxe Highlight Pinsel, die Nummer 105. Nehme ich immer gerne in meiner Make-up-Routine zuerst, um halt damit unter meinen Augen zu setten. Und nachher benutze ich halt genau den gleichen Pinsel nochmal. Und da ist ein Spiegel drin. Warum gucke ich eigentlich die ganze Zeit in den anderen Spiegel? Um den Highlighter aufzutragen. Weil ich brauche die gleiche Pinselgröße für beide Regionen und im Prinzip ja, den gleichen Pinsel. Und warum dann nicht auch einfach den gleichen Pinsel verwenden und sich damit sparen, einen von den beiden zu waschen? Ich bin zu faul. Okay, wow, also das trocknet schon meine Haut sehr aus. Man sieht, dass der Glow halt ziemlich minimiert wurde, um das mal so zu sagen. Also meine Nase glänzt noch ein bisschen hier. An den höchsten Punkten meines Gesichts glänze ich auch noch ein bisschen. Ich denke, dass sich alles nochmal miteinander vermischen wird, ne? Wenn ich nachher auch noch andere Geschichten verwenden werde. Meine Augen leiden gerade tatsächlich sehr. Also ich habe sie abgepudert und ich merke, dass dieses Puder sich doch etwas trockener auf meinem Gesicht macht, als ich mir das wünschen würde. Das merke ich hier halt jetzt gerade extrem. Aber ansonsten ist es okay.
Um wieder meiner Haut ein bisschen Lebendigkeit und Glow zu geben, habe ich noch ein weiteres Puder. Das habe ich tatsächlich bei Blissim mal geholt. Das ist das Light Scapade Mineralized Skin Finish Poudre de Finition. Das ist so ein Finishing Powder und das hat einen Glow mit dabei. Das kannst du genau wie das Aura Glow Powder von Love übers ganze Gesicht aufgeben, um da halt wirklich einen kompletten Glow über das Gesicht zu geben. Man sieht es auch hier. Oder du gibst es dir halt gezielt als Highlighter auf die höchsten Regionen auf. Das muss man halt selber für sich entscheiden, ne? Das ist halt super, super fein. Und da gehe ich wirklich sehr vorsichtig mit dem Pinsel rein, und das war ein Reim, einfach nur mal reingedippt und dann gehe ich übers ganze Gesicht. Also quasi einmal dippen pro Gesichtshälfte. Dann seht ihr auch schon hier, dass ich auf dieser Hälfte definitiv wieder ein bisschen mehr Lebendigkeit drin habe. Von einfach nur einmal reindippen. Ne? Jetzt habe ich hier ein Haar an der Nase. Das läuft ja. Sehr grobmotorisch einmal reindippen, nicht abklopfen und übers Gesicht knallen. Kann man das so sagen? Hochprofessionell hier wieder, ich sag euch das. Aber ich mag das einfach gerne, weil ich mag nicht gerne matte Bases. Und ja, dann mache ich das halt so. Ne? Das kann man auch definitiv machen. Und mir gefällt's. Nee, das ist kein Haar von mir, Sammy, das ist ein Haar von dir gewesen. Was macht er denn da? Er sollte auch mal gucken, das ist ja unglaublich. Um wieder ein bisschen mehr Lebendigkeit in mein Gesicht zu bringen, möchte ich gerne jetzt Blush, Bronzer und Highlighter verwenden. Als Bronzer habe ich das Bronzing Powder Matte Bronze. Hat das eine Farbe? Nee, doch. Ich glaube, Matte Bronze ist die Farbe. Ich glaube, schon dunkel aus, ne? Ich glaube, da muss ich etwas vorsichtiger mit arbeiten. Hat hier oben im Deckel auch wieder einen Spiegel drin. Ah, doch. Ach komm. Ja, doch. Macht dir die Welt nicht so schön. Doch, warte mal. Wenn ich das jetzt hier mit dem Finger auftrage, das scheint sehr fest gepresst zu sein. Man sieht es kaum, ne? Okay, ich nehme einen großen Fluffel dafür. Hab den jetzt hier am Handtuch neben mir mal so ein bisschen sauber gemacht. Dipp hier einmal grobmotorisch rein. Und guck mal, was dabei rumkommt. Okay, ja. Ich kann fluffeln. Also swirlen. Also hier mit dem Pinsel reinrühren. Also das ist Gott sei Dank nicht so dunkel, wie ich befürchtet habe. Yay! Alles richtig gemacht, Sammy. Alles richtig gemacht. Weil ich war so erschrocken von dieser Farbauswahl. Da hat man gedacht, uiuiui, ob da wo was dabei ist, was mir passt. Weil da halt nicht dieses klassische Light, Medium, hast du nicht gesehen, drauf steht, ne? Sondern einfach nur Matt, Sun irgendwas. Und hier oben sind Pickel, die ich nicht abgedeckt habe. Das habe ich super gemacht, Leute. Also wenn die euch stören, tut's mir leid. Genau, und weil die Farben halt nicht so gut auszuwählen waren, hatte ich ein bisschen Schiss. Aber, nö, es funktioniert, es funktioniert. Könnte für den einen oder anderen sogar fast schon zu leicht aussehen, aber ich mag das gerade. Weil durch den Glow von diesem Skin Finish Bam Bam und dem Primer und so weiter, sieht das alles schon gut aus. Lebendig. Ich bin ja übrigens der festen Überzeugung, dass dieser Trend vom Nasenblushen oder Bronzen davon gekommen ist, dass man sich gerade den Bronzer oder den Blush aufgetragen hat und dann die Nase gejuckt hat und man dann so gemacht hat. Und dann hat man gesagt, das ist jetzt ein neuer Trend, das mache ich jetzt immer so. Meine Nase juckt gerade. Und das kommt mir sehr gelegen. Der ist wirklich subtil, ne? Der ist jetzt nicht so bäm da. Aber der ist schon schön. Ich würde den wirklich auch von der Farbe her und von der Intensität auf eine Stufe stellen mit dem Milk Chocolate Soleil von Too Faced. Ohne Witz. Farblich muss man nochmal gucken, ne? Da kann man die auch nochmal vergleichen. Der lässt sich halt zart aufbauen, aber ich hau da schon ordentlich was drauf hier gerade, ne? Also ich habe den ordentlich schon aufgebaut und bin da auch immer wieder reingegangen. Und trotzdem habe ich da so ein softes Ergebnis, was ich für meinen Teint aber schön finde und was ich echt gut finde. Also das passt jetzt auch mit dieser leichten Foundation, dann dieses natürliche Glow-Puder und dann dieser schöne natürliche Bronzer. Ja gut, gleich bei der Lidschattenpalette, ne? Wird es aufhören, aber das gefällt mir wirklich gut. Das sieht nice aus, mag ich. Gehen wir weiter zum Blush und das ist der ganz klassische matte Blush in der Farbe Melba. Den habe ich mir, glaube ich, auch bei Blissim mal geholt. Oder war das Black Friday? Ich weiß es nicht. Habe ich auch schon ein paar Mal verwendet, finde ich wunderschön. Also das ist ein ganz, ganz tolles Tönchen. So ein Rosenholzton, aber mehr so ins Peachy gehende und halt nicht zu ultra intensiv. Also das passt jetzt gerade auch. Klar, jetzt im Swatch, ne, knallt ja jeden an die Wand. Aber wir gucken jetzt einfach mal mit dem Pinsel aufgetragen. Der ist halt recht pudrig, deswegen dippe ich da immer ein paar Mal rein, klopfe ein bisschen vorsichtig ab und dann trage ich ihn mir einfach auf. Für diesen Rosy-Cozy-Effekt über die Nase drüber.
Und dann geht's hier weiter. Voll die Straßen im Gesicht. Ich finde es sehr spektakulär. Also ich habe das, war auch wieder ein Reim, ne? Ich habe das hier im Spiegel sehr gut sichtbar. Also da sehe ich auch sehr, sehr intensiv diesen Blush. Wenn ich jetzt das im Display mir angucke, sehe ich das ungefähr gar nicht. Wenn ich nachher das Video schneide, denke ich mir, ja, so ein bisschen sieht man schon. Dann filme ich weiter, sehe die ganze Zeit Blush und Bronzer bei mir im Gesicht. Und sobald ich dann die Lidschattenpalette drauf mache, tritt das Ganze immer bei mir sehr in den Hintergrund, weil ich ja gerne auch ein bisschen intensiver in den Farbtopf falle. Aber naja. Ich habe zwei Highlighter-Produkte und beide sind Limited Editions. Das hier ist eine aktuelle Limited Edition, diese chinesische Geschichte. Also Chinese New Year müsste das ja, glaube ich, sein, ne? Double Gleam nennt sich das. Extreme Dimensional, nein, Extra Dimension Skin Finish Powder Lumiere. Der ist so schön. Du hast da, ich glaube, Koi-Karpfen sollen das sein drin. Und diese Farbe haut mich voll. Volle Elle vom Hocker. Also das ist fast zu schön, um es zu swatchen, um es zu benutzen, um es aufzutragen, um es aufzubrauchen. Das ist so ein richtiges Sammlerstück. Ich hätte ja auch super gerne den mit der Maus gehabt zum Beispiel, ne? Weil ich liebe Mäuse. Ich finde, Mäuse sind total süße Wesen. Ich hatte ja auch damals immer Hamster in diesem Zimmer. Das war ja mein Hamsterzimmer. Das ist so richtig uneben, ne? Du hast hier 3D-mäßig, ich weiß nicht, wie, so sieht man das, glaube ich. Ne? Da siehst du richtig die Gold, die, ach Quatsch, die Karpfen, die Koi-Karpfen da drin. Hammermäßig und ja, da traut man sich wirklich gar nicht, das zu zerstören, ne? Habe ich jetzt hier auf dem Finger und den habe ich auch, als ich den bekommen habe, einmal geswatcht und fand den da auch schon echt schön. Der ist knalle, knalle schön. Champagnerfarben, nass. Hier außen ist er, ne? Aber, oh, ich freue mich drauf, den gleich ins Gesicht zu geben. Ein, aus der Winter Limited Edition habe ich, glaube ich, bei Douglas geshoppt. Das ist auch wieder ein schönes Packaging. Let It Glow Extra Dimension Skin Finish Gedönsen. Der ist tatsächlich sehr, sehr kühl. Aber auch der hat ein richtig schönes Pressing bzw. dieses 3D-Gedönsen drin. Mag ich auch gerne leiden. Mit Schneeflocken, aber der ist halt richtig glitzerig. Ne? Das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ist halt wirklich Glow, Glitzer, wie auch immer, aber es geht noch klar. Also das ist nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel von Fenty Beauty. Die fand ich ja ganz übel. Genau, so schauen die beiden aus. Und man sieht es hier auch, dass die relativ zurückhaltend sind. Das ist jetzt nicht irgendwie, als würde ich mir da gleich eine Glitzerkugel ins Gesicht hauen. Und ich werde es so machen, dass ich einen auf der einen Seite und einen auf der anderen Seite verwenden werde. Ich traue mich echt fast nicht reinzugehen, Leute. Hier gehe ich in den Double Gleam rein. Ich habe jetzt was auf dem Pinsel und gebe mir das auf mein Gesicht. Und das ist halt so, wie es im Swatch auch schon war. Ne? Es ist sehr zurückhaltend und ganz, ganz subtiler, leichter Glow. Das passt halt jetzt auch einfach zum kompletten Look, was ich trage, ne? Weil das nicht so intensiv ist. Ich kann den auch auftragen, aber so ist er halt richtig schön zurückhaltend, metallisch. Und das ist halt auch jetzt so ein Look, wie ich zur Arbeit gehen könnte, ohne dass ich mich auffällig geschminkt fühlen würde, ne? Spiegel. Richtig schön, nicht zu intensiv und ich mag den richtig gerne. Dann gehen wir mal in den Let It Glow. Der ist etwas softer gepresst und hier sehe ich auch richtig im Pinsel, ich weiß nicht, ob man das auch in der Kamera sieht, da funkelt es richtig drin, weil da so, ja, diese Glitzerpigmente, ne? Dieser grobe Glitzer auch mit am Start ist. Und da, den trage ich mir auf und dann habe ich ihn direkt, ne? Das ist jetzt ein Swipe gewesen, dann hat man den im Gesicht. Das ist halt, ja, Geschmackssache, ne? Ob man das mag mit diesem Glitzergedönsen, ist für mich eigentlich eher so ein Produkt, was ich für besondere Anlässe nehme, aber definitiv so nicht im Büro tragen würde. Auch das war ein Reim. Ja. Ne? Aber für mal ist es definitiv mal eine schöne Geschichte. Der grobe Glitzer ist da, aber ich finde ihn nicht zu exzessiv, weil er hat als Basis halt noch so feineren Schimmer, feineren Glow, sodass sich das dann auf der Haut auch schöner verbindet und dann nicht so Punkt, Punkt, Punkt aussieht, sondern man hat diesen durchgängigen, im Prinzip den hier als Basis und darüber dann nochmal so Schimmer, Glitzer, Pigmente. So halt.
Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich den hier nehmen. Deswegen gebe ich mir den auch tatsächlich dann auf die anderen Stellen des Gesichts. Oder rein zu swirlen ist echt übel. Also im Sinne von, ich will es nicht kaputt machen, aber ich habe ja auch ganz schön viel Geld dafür bezahlt. Da muss ich das auch benutzen, ne? Jetzt knallt die Nase. Grüße an Moldavid gehen raus. Ich liebe auch Nasenhighlight. Nun haben wir die ganzen pudrigen Texturen bis auf den Lidschatten im Gesicht. Das heißt, Zeit für Setting, Fixing, Tüdelü-Spray. So, ein Augenbrauenstift habe ich mir auch geholt. Und das ist der... Nein, ich habe mir keinen Augenbrauenstift geholt. Das ist ein Lippenstift. Ich habe gar kein Augenbrauenprodukt von MAC. Naja, gut, dann nicht. Dann benutze ich jetzt einfach mal mein Augenbrauenprodukt, was ich normalerweise immer verwende. Mach mir einen Lidschatten-Look und dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder mit einem Lidschatten-Look und mit Augenbrauen und es gefällt mir gerade richtig gut und es hat eben richtig viel Spaß gemacht, mit der Lethal Velvet Dusk Palette diesen Look zu schminken. Also seid gespannt, der kommt auf jeden Fall noch online. Ich weiß nicht, welches von den beiden Videos jetzt eher online kommen wird. Jetzt möchte ich mich gerne mit euch der Mascara widmen, denn Mascara ist immer etwas sehr, sehr Wichtiges und es rahmt noch so ein bisschen die ganze Geschichte ein und bei mir wirkt Mascara immer so intensiv, deswegen macht es Sinn, sie zu verwenden. Die hatten wir in einer My Little Box mit drin. Nee, in einer Blissim Box, glaube ich. Oh, ich komme mittlerweile echt durcheinander. Die in Extreme Dimension 3D Black Lash Mascara. Das war eine Full Size. Ich weiß gerade echt nicht. Hatten wir die sogar in beiden drin, dass ich die quasi zweimal drin hatte irgendwie. Sehr, sehr interessante Kiste, denn es ist ein Gummibürstchen, was extrem lang ist. Also das verspricht dann eher, dass es die Wimpern trennt und dass es Länge geben wird. Und da bin ich gespannt, was das machen wird, ne? Weil die Borsten, die dran sind, sind wirklich unterschiedlich lang. Wir haben längere, wir haben kürzere. Riecht nach Mascara und ja, dann eskalieren wir mal ein bisschen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also die Mascara ist wahrscheinlich für die meisten in der ersten Schicht ausreichend. Und Claudia hat sich überlegt, nee. Genau, ich liebe es, wenn Mascaren halt so am Ende aussehen, als wären es falsche Wimpern. Ne? Das ist nicht jedermanns Geschmack. Ich fand sie aber ehrlich gesagt auch schon in der ersten Schicht mega gut, weil die halt direkt Fülle und Länge gegeben hat. Die hat die Wimpern getrennt und natürlich, je mehr Schichten man aufgetragen hat, desto mehr musste man aufpassen, dass die Wimpern nicht verkleben. Aber es hat gut funktioniert. Das, was mich so ein bisschen einmal kurz erschrocken hat, war, ich habe die Bürste genommen, ich habe die Bürste genommen und dann habe ich gedreht, damit ich halt wirklich alle verschiedenen langartigen Borsten auch an die Wimpern heranführen konnte. Sodass ich auch genau diesen Effekt bekommen konnte. Ne? Also Zickzackbewegung und Drehen in einem. Creepy. Aber man macht das ja manchmal. Ne? Und da bin ich dann einmal mit einer Stelle dann an die an meinen oberen Wimpernkranz, an meine obere Wasserlinie da gekommen, mit den etwas längeren Borsten. Und dann habe ich einmal mich erschrocken und habe dann zusammengekniffen. Konnte das aber gerade einfach mit so einem Spoolie kurz wegbürsten. Ne? Das ist ja kurz antrocknen lassen, dann kannst du es wegbürsten, dann hast du deinen Mascara-Patzer auch weg. Mir gefällt das Ergebnis aber richtig gut. Also das ist eine hammermäßige Mascara. Ich habe gestern das Fullface NARS geschminkt. Ich weiß auch nicht, welches davon jetzt eher online kommen wird. Da hat mir die Mascara einen Tick mehr gefallen, muss ich gestehen, als jetzt die von MAC. Aber ich finde diese Mascara hammermäßig schön, definitiv. Da brauchst du auch nicht extra einen Eyeliner oder sowas für, weil die ja so schon ihre Dichte, also die Dichte gibt, ne? Ansonsten, das mache ich gerne zur Wimpernkranzverdichtung hier noch einen Eyeliner hin. Ja, aber das gefällt mir gerade mega. Das passt jetzt auch mit dem Augenlook so gut zusammen. Und ja, jetzt kommen wir zu den Lippen. Und ich glaube, das können wir machen, wenn ihr so nah dran seid, oder? Oder wollt ihr weiter weg? Nö, ne? Wir lassen euch näher dran, genau. Ich habe ja eben schon gedacht, das wäre ein Augenbrauenstift, aber es war ja ein Lippenstift, und also ein Lip Liner. Und da habe ich hier von MAC den Lip Pencil in der Farbe Boldly Bear. Boldly Bear? Heißt das so? Ich glaube schon. Das ist ein sehr gefälliger Rosenholzton. Und ja, so schaut er aus. Ist halt einfach ein Holzstift zum Anspitzen. Ich muss ehrlich sein, meiner Meinung nach tun es die Lipliner aus der Drogerie definitiv. Ne? Aber ich habe hier ein Fullface und deswegen ist das Moped hier auch mit am Start. Aber wisst ihr Bescheid. Auch das funktioniert schön. Also die Farbabgabe ist easy peasy, ne?
Tragt ihr übrigens Lip Liner? Und wenn ja, tragt ihr den auch komplett auf oder tragt ihr den nur außen auf oder macht ihr das mit so Strichen? Wie trägst du deinen Lip Liner auf? Schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ach, so soll das aber wohl gehen, ne? Ja, absolut dazu passend wäre die Lippenfarbe Marrakesch hier von MAC. Und ja, der schaut so aus, ist auch ein schöner Braunton und den trage ich mir jetzt auch über dem Lip Liner einfach mal auf. Es wäre per se eine schöne Lippenkombi, die man theoretisch so stehen lassen könnte. Ich habe aber gerade so ein bisschen einen fancy Moment, um das mal so zu sagen. Ich hatte, ich weiß gar nicht, ob das 2019 sogar noch war, in einem Adventskalender die Farbe Frost CB96. Oder war das letztes Jahr? Oder hatte ich den zweimal hintereinander drin? Ich weiß nicht, das ist das hier. Den möchte ich mir super gerne so ein bisschen in der Mitte und Top geben, einfach weil ich Bock drauf habe. Natürlich wird das jetzt so perfekt zusammenpassen zum Augenlook, aber ich habe Bock auf diese Farbe, Leute. Ist das schön? Ich mag das. Also man sieht das jetzt nicht so super intensiv, weil das auch allgemein eine sehr zurückhaltende Farbe ist, ne? Die hat nämlich noch so einen schönen Goldschiff mit drin und das mag ich so gerne. Deswegen, ich lieb's. Ich lieb's, ich mag's und das gefällt mir auch vom Ergebnis her gerade richtig gut. So sieht das Ganze dann aus einer normalen Entfernung und in komplett aus. Also mir hat es Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Es sind coole Produkte, die ich jetzt kennengelernt habe. Heute hat es mir richtig, richtig Spaß gemacht, mich zu schminken, diese Produkte auszuprobieren. Es hat alles echt gut funktioniert. Selbst meine Augen haben heute gut mitgespielt und ich finde das alles sehr, es sieht extravagant aus mit diesem Glow. Ne? Und wie auch eben schon gesagt, man sieht hier tatsächlich nicht so wirklich dieses Blush-Bronzer-Gedönsen, aber ich finde, mein Gesicht sieht so gesund aus, es sieht frisch aus und es gefällt mir. Und schreib du mir doch gerne mal unten in die Kommentare rein, welches Produkt du aus dem Video am coolsten findest oder so, was dein liebstes MAC-Produkt ist, was man mal so der Community empfehlen könnte. Und ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies aus diesem Jahr. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!